Okay, kommen wir zum elektromagnetischen Einfluss auf den Menschen. Es gibt jetzt derzeit einen hohen Bedarf an dieser Diskussion, ist 5G eigentlich gefährlich oder nicht? Komischerweise kam das Thema irgendwann mal auf und es gab auch ein paar Bürger in Dresden, die sich dafür interessiert haben, aber auch bei den Studenten gab es mal Rückfragen, dazu hier mal einige Ideen und Sammlungen. Es gibt fast schon eine 5G-Panik, ja, man sieht das mal in diesen Bildern. 5G Network and Health Problems. Ja. Ist 5G ein Risiko für unsere Familie? Es gibt auch sogenannte No-5G-Initiativen. Und in letzter Zeit sogar eine Verbindung von 5G und Coronaviren. Ja. Also es gibt da sehr viel Unwissen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man dem eigentlich begegnen? Die Fragestellung, ob elektromagnetische Wellen oder 5G oder jede Technologie den Menschen schädlich ist, ist durchaus berechtigt. Man muss natürlich eine Risikoanalyse machen und das machen wir hier auch. Und wir werden auch sehen, dass die Informationen, die derzeit umherfließen, einfach grundsätzlich falsch sind. Trotzdem gibt es ein paar Aspekte, die man auch hier ableiten kann, die wichtig sind. Wichtig ist nur, dass wir eben keine falschen Informationen weitertragen und ich habe mal ein bisschen was zusammengetragen. Als erstes den Beweis anzutreten, dass etwas nicht existent ist, ist immer sehr schwierig. Ja, das ist nicht unmöglich, nur schwierig. Ich habe hier mal drei Beispiele. Das eine ist Loch Ness, der Yeti oder, wo ich herkomme, der Wels im Bad Zwischenahner Meer. Sie können natürlich behaupten, es gibt ihn nicht. Andere werden behaupten, es gibt ihn. Sie können auch nach Schottland fahren, den See leer pumpen und sagen, da ist kein Loch Ness drin, eine Menge Fische, aber kein Loch Ness. Dann werden andere Leute sagen, ja, der besucht gerade den Yeti und der kommt aber bald zurück. Insofern ist das genau die Schwierigkeit, diesen Nichtbeweis anzutreten. Und genauso gibt es derzeit nicht einen wissenschaftlichen Nachweis, wo Mobilkommunikation einen negativen Einfluss hat, außer psychosomatisch. Den gibt es wirklich. Da gibt es Leute, die schon alleine beim Gedanken einer Basisstation krank werden. Und die sind auch wirklich krank. Das kann man auch medizinisch nachweisen. Die sehen die Basisstation, werden krank. Und wenn man ihnen nachher sagt, er war noch nicht mal angeschaltet, macht das nichts. Medizinisch sind sie krank. Das nennen wir dann psychosomatisch. Gut. Die Frage ist ja, war ja eigentlich, ist 5G gefährlich? Da müsste man sich fragen, was macht 5G denn so speziell? Oder sollen wir uns fragen, sind elektromagnetische Wellen gefährlich? Dann wäre aber auch 4G, 3G, 2G gefährlich. Und die Frage ist, warum kommt die Frage jetzt mit 5G eigentlich aus? Und die Frage ist immer, wer sagt so etwas? Ja? Also sagt es der Professor, der über 5G redet, oder sagt das eine Quelle, die mir nicht so bekannt ist? Da hilft es manchmal nachzuschauen, was diese Personen schon veröffentlicht haben im wissenschaftlichen Umfeld und auf welche Daten sie sich berufen. Dabei ist es nicht so, dass immer die Fakten falsch sind. Die Fakten sind nur immer falsch kombiniert worden. Und aus falscher Annahme folgt immer Beliebiges. Und das werden wir hier auch ein bisschen näher beleuchten. Diese Folie habe ich vorher schon mal gezeigt. Hier ist die elektromagnetische Welle. Da geht es erstmal nicht um 5G, sondern die Fragestellung, sind elektromagnetische Wellen gefährlich? Und es gibt ja Radiowellen, es gibt Licht und es gibt auch radioaktive Wellen. Und wenn man sich diese Frequenzen mal anguckt, dann weiß man, ja, radioaktive Wellen sind gefährlich. Licht kann auch gefährlich sein. Denn wenn ich mich ungecremt 8 Stunden irgendwo an den Strand setze, kann ich auch einen Sonnenbrand kriegen und das kann zu Hautkrebs führen. Die Frage ist eigentlich nicht, auf welcher Frequenz ich mich befinde, sondern mit welcher Intensität ich etwas sende. Und dann kann man fragen, wenn ich nur in dieser elektromagnetischen Welle bin, dann hier nochmal die Elektromagnetische aufgebracht, und ich mir die Gleichung hier nochmal angucke, haben die eigentlich einen Einfluss auf den menschlichen Körper? Auf was denn genau? Und da gibt es auch schon unterschiedliche Untersuchungen. Und erstmal die Frage, in welchem Spektrum das eigentlich passieren soll. Ich habe gerade schon gesagt, wir hatten ja 5G, 4G und die Leute sagen, 5G ist besonders, weil es andere Frequenzen benutzt. Tut es nicht. Derzeit ist 5G genau in dem Bereich, wo auch unsere Wi-Fi-Geräte funktionieren oder wo 4G noch funktioniert. 5G hat später mal die Möglichkeit, in höhere Frequenzen zu gehen. Und da kann man sich fragen, sind die dann gefährlich, ja oder nein? Aber auch da sind eigentlich schon
Technologien am Funken und machen irgendwas. Es gibt natürlich neben der menschgemachten Strahlung auch noch ganz normale Erdstrahlung. Kommen wir später darauf hin, nochmal zurück. Und die Leute, die sagen, 5G ist jetzt gefährlich, kann man natürlich argumentieren, dieser Frequenzbereich, da war vorher ja auch schon was. Da wurde vorher ja auch schon gesendet. Also warum sollte es da anders sein? Ganz witzig, sie anzugucken, die Intensität, von der ich gerade gesprochen habe, auf manchen dieser 5G-Bänder wurde mit hoher Intensität schon gesendet, hat auch keinen gestört. Gut, dann gibt es bestimmte Forschungsprogramme, die sich in Deutschland damit beschäftigt haben und die haben auch ihre Ergebnisse präsentiert. Ich berufe mich jetzt auf einen Artikel, der heißt Effects of High Frequency Electromagnetic Fields for Mobile Communication on Human Fibroblasts. Also, was hat das mit unseren Blutzellen zu tun, etc. pp. Und da gibt es bestimmte Sachen, die eigentlich sehr interessant sind. Aber erstmal die Aussage, ja, elektromagnetische Felder können einen Einfluss auf den menschlichen Körper haben. Kommt natürlich darauf an, wenn Sie sich vor einem Radargerät stellen, kann das krebserregend sein, weil die Intensität sehr hoch ist. Ja? Mobilkommunikation hat aber einen sehr kleinen Einfluss, kann man gleich mal sagen. Ganz anders als zum Beispiel Hochspannungsleitungen, wenn man sich unter denen befindet oder unter den Leitungen einer S-Bahn, ja, wenn man für die S-Bahn wartet oder auf die Tram. Hier sind mal verschiedene Sachen aufgezeigt, zum Beispiel das elektromagnetische Feld der Erde. Ja. Was passiert innerhalb eines Hauses? Ja, was passiert, wenn ich in einer Hochspannung, wie ich gerade sagte, Hochspannungsleitung stehe? Was ist, wenn ich bei den Tram bin? Oder was passiert eigentlich, wenn ich einen Fernseher anhabe oder vor einem Computerbildschirm sitze? Hier einmal das elektrische Feld und dann der magnetische Fluss da nochmal abgebildet. Und wenn man das hier mal vergleicht, TV, Radioübertragung, Mobile Phone, Radargeräte oder auch Mikrowellenöfen, dann sind diese Werte hier angegeben worden von der WHO. Und aus diesem Bericht, den ich gerade angesprochen habe, gibt es hier verschiedene Quellen, die sich angeguckt haben. Das waren Untersuchungen und das ist sehr schön aufgebaut, weil hier einfach steht, welche Quelle ist das? Wer hat das gemacht? Welchen Frequenzbereich haben die untersucht? Auch ganz wichtig. Welche Leistungen wurden den Leuten ausgesetzt? Auf welche Zellen hat man sich fokussiert, welche Zellen hat man untersucht und was waren die Effekte? Wenn man durchguckt, keine Effekte, erhöhte Zelltransformation in Verbindung mit TPA, was ist das? Steht da drin auch. Jedenfalls gibt es hier verschiedene Paper, die genau das haben und als Endeffekt kam aus dieser Arbeit einfach heraus, dass es keinen Einfluss durch den Mobilfunk gibt. Das sind natürlich Untersuchungen von Medizinern. Man hat auch aufgehört 2012, ich war selber in Dänemark, wo die auch Leute sehr stark untersucht haben, über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Aber es war genau der gleiche Zeitraum, wo die Leute aufgehört haben zu untersuchen, weil man der Meinung war, es gibt keinen Einfluss durch Mobilfunk. Das Thema wurde lange Zeit nicht bearbeitet. Und jetzt kommt die Frage auf, ist 5G auf einmal gefährlich? Man hätte vielleicht einfach weitermachen sollen. Nur auch Forschungsinstitute sind natürlich darauf auf, Forschung zu machen, die sozusagen wieder was bringen. Wenn immer nur rauskommt, es hat keinen Einfluss, dann ist das natürlich nicht gerade förderlich. Gut, man kann sich auch mal angucken, was die WHO rausgibt. Und da gab es auch bestimmte Missverständnisse, was für Nachrichten von da kamen. Aber die WHO hat eigentlich ein relativ einfaches System. Es gibt nur zwei Gruppen, 1, 2 und 3. 1 heißt krebserregend, 3 heißt auf keinen Fall krebserregend und 2 heißt könnte sein. Und unter 2 gibt es zwei mögliche. Das eine ist probably, das andere possibly. Ja, und das eine ist 2a, das ist etwas stärker als 2b. 2a wird man sagen, ja, ist wahrscheinlich so, dass das krebserregend ist. Ja? Und bei 2b sagen, es könnte sein, das ist nämlich genau der Begriff des Yetis vorher, man kann es nicht ausschließen, weil es keinen Gegenbeweis gibt. Hier unten bei Gruppe 3 gibt es einen Gegenbeweis, bei 2b nicht. Also es gibt drei große Gruppen, wobei die zweite Gruppe nochmal unterteilt worden ist. So, und wo ist Mobilfunk jetzt? Mobilfunk ist in der Gruppe 2b. Also es gibt noch keinen Gegenbeweis, aber es könnte sein, aber es gibt keinen Beweis dafür. Man muss dazu wissen, dass in Gruppe 2b genauso Kaffee aufgebaut ist oder Talgpuder, was in jeder Kosmetik
Variante eigentlich eingegeben worden ist. So, und solange diese Untersuchung nicht abgeschlossen ist, bleibt man in 2b verharren, bis man vielleicht runtergestuft wird auf 3. Mobilfunk ist natürlich gefährlich, wenn man Mobilfunk bei Sachen wie zum Beispiel Autofahren benutzt. Ja, es gibt viele Leute, die benutzen WhatsApp, während sie Autofahren. Das kann natürlich sehr wohl gesundheitliche Folgen auf den Körper haben. Das sieht man ja auf der Autobahn, die Schilder bitte nicht zu texten, wenn man Auto fährt. Und trotzdem machen das die Menschen. Und dann sind wir beim wichtigen Punkt, und das ist die Risikoanalyse. Wenn ich mir das angucke, in Deutschland gibt es ungefähr 70.000 Alkoholtote jedes Jahr, 3.000 Verkehrstote. Und 5G hat sogar noch die Möglichkeit, diese 3.000 Verkehrstote noch zu reduzieren. Ja, 5G wird keinen Einfluss wahrscheinlich haben auf die Alkoholtoten. Aber da ich bei 5G nicht einmal auf einem Todesschein sehen werde, gestorben durch 5G, aber sehr wohl durch Alkoholtote und Verkehrstote, ist die Frage der Risikoanalyse natürlich da. Warum ist jetzt so ein Aufbegehren gegen 5G? Und da gibt es natürlich nie eine Möglichkeit, dass es hier gar nicht um 5G geht, sondern dass es Leute gibt, die 5G an sich nicht verstehen oder Technologie nicht verstehen und sich dagegen wehren. Das wäre eine Vermutung. Es gibt noch so bestimmte andere Anmerkungen, zum Beispiel 5G ist deshalb schlecht für den Menschen, weil es eine neue Technologie ist, die auch mehr Spektrum benutzt. Erstmal benutzt 5G nicht mehr Spektrum als 4G. Es arbeitet im gleichen Bereich wie im Moment wie 4G. Es könnte möglicherweise höhere Frequenzen später benutzen. Aber auch da sind Untersuchungen da, die zeigen, es gibt keinen Einfluss auf den Menschen. 5G soll auch deshalb gefährlich sein, weil wir ja mehr Basisstationen benutzen. Das stimmt sogar, wir benutzen mehr Basisstationen, aber es ist falsch, dass es einen schlechten Einfluss auf den Menschen hat. Weil umso mehr Basisstationen ich benutze, umso besser ist eigentlich die Aussetzung der elektromagnetischen Strahlung. Und dann zeige ich nochmal die Formel, die wir gerade hatten. Wenn ich davon ausgehe, dass die Sendeleistung quadratisch abnimmt, dann ist es natürlich sehr gut, wenn ich relativ viele Basisstationen habe, anstatt eine Basisstation, die versucht, sehr weit zu senden. Das heißt, im Bereich des Senders ist dann die Belastung am größten. Wenn ich sehr viele Basisstationen habe, muss ich die Leistung gar nicht hochdrehen. Ich fahre sie nur ganz klein hoch und habe immer diesen kleinen quadratischen Abfall. Grundsätzlich weiß man auch heute, dass die Hauptstrahlenlast für einen Menschen gar nicht von den Basisstationen kommt, sondern von den Endgeräten, die wir immer mit uns führen. Und dann gibt es noch so einen Begriff, dass 5G die Leute niederknüppelt, weil es so eine Beamformer gibt, also die Energie in eine bestimmte Richtung zu strahlen. Auch das ist natürlich falsch, weil, also richtig ist, es werden Beamformer benutzt, aber falsch ist, dass wir dadurch mehr Strahlung ausgesetzt sind, weil ich natürlich nicht in jede Richtung strahle, sondern nur in die Richtung, in die ich strahlen möchte. Und ich sehe auch nur so viel, bis der Sender sagt, er hat eine bestimmte Sendeleistung empfangen. So dass Shannon sagen kann, mit der Kapazität oder mit der Leistung kann ich diese Kapazität erreichen. Und das heißt, wenn man sich die Sachen mal anguckt, dann ist das alles relativ haltlos, was da gesagt wird. Wie gesagt, es gibt manchmal Versuche, über Fakten zu zeigen, dass Mobilfunk gefährlich ist. Es gab zum Beispiel einmal eine Untersuchung aus dem brasilianischen Hinterland, dass irgendwo eine Region, die nie Mobilfunk hatte, da zum ersten Mal Mobilfunk bekommen habe. Und wenn man sich einen bestimmten Bereich angeguckt hat, einen inneren oder einen äußeren Bereich, dann wurde innerhalb dieses Bereichs, wo dann der Mobilfunk war die Krebsrate umso höher als außerhalb, wobei die äußere Fläche viel größer war als die innere Fläche. Das kann man sich dann mal angucken, wenn man sich die Gegebenheiten anschaut. Natürlich wurde die Basisstation direkt an den Marktplatz gebracht, ja, da wo die meisten Leute sind. Und wenn ich dreimal so viele Krebskranke innerhalb des inneren Kreises habe wie außerhalb, sagt das nichts darüber aus, ob Mobilfunk krebserregend ist, sondern nur, wie hoch der Anteil der Leute, die dort wohnt, ist gegenüber dem äußeren Kreis. Und wenn da dreimal so viele Leute leben wie außerhalb und die Krebsrate gleich verteilt ist, dann habe ich natürlich dreimal so viele Krebsfälle innerhalb des. Und dann hat es nichts mit Mobilfunk zu tun. Ich hätte auch einfach einen Besenstiel in diese Mitte des Dorfplatzes stecken können und hätte die gleichen Werte und Ableitungen daraus treffen können. Fängt wieder an mit der
mit dem Satz aus falscher Annahme folgt Beliebiges. Gut, grundsätzlich muss ich natürlich eine Risikoanalyse machen. Möchte ich 5G oder möchte ich kein 5G? Es gibt vielleicht Bereiche, die sagen, wir wollen hier kein 5G, das kann auch gut sein, auch kein Mobilfunk. Es ist nur so, dass natürlich 5G der Treiber der Digitalisierung sein wird und die Leute natürlich auch in der Lage sein müssen zu arbeiten. Charles Darwin hat mal gesagt, nicht der Stärkste wird oder der Intelligenteste wird überleben, sondern der, der sich dem Wandel anpassen kann. Und der Wandel passiert über die Digitalisierung und nicht über die elektromagnetische Verstrahlung, von denen immer einige Leute sprechen. Gut, hier noch einige Referenzen, die Sie sich mal angucken können zu dem Thema. Es ist wichtig, dass Sie sich Ihr eigenes Bild machen und auch mal sich diesen Fakten, die Sie vielleicht irgendwo hören, auch mal stellen und sehen, ob Sie das sozusagen selber argumentativ ableiten können, warum diese Aussage, die jetzt kommt, richtig oder falsch ist. Falls Sie Probleme haben, können Sie auch gerne an uns schreiben. Wir würden das dann auch versuchen zu beantworten mit den gegebenen Referenzen. Gut, gleich geht es weiter mit der Fehlerbehandlung.